Warum stehen Männer nachts auf? Was sind die Gründe? Macht euch da mal Gedanken. Ich tue nur das vorige Tafelbild hier abwischen. Aber die Auflösung gibt's dann im Video. Und ja, fangen wir heute mal an. Es geht um das Thema ja, Aufstehen. Warum Aufstehen ein ganz, ganz wichtiger Prozess in unserem Leben ist. Das heißt, irgendwann ist früh soweit, dass wir ja, einfach aufstehen müssen. Das ist bei den meisten so und die meisten wollen auch aufstehen. Was passiert? Wir stehen auf und der Tag beginnt. Und der erste, zweite, dritte und vierte Schritt ist im Durchschnitt ja, vordeterminiert. Das sind gewisse Automatismen, die wir alle kennen. Die Automatismen sehen bei jedem anders aus. Jeder hat so seine Morgenroutine. Ich habe da auch schon mal ein Video gemacht und ja, schaut es euch lieber nicht an. Also das war das Video, wo die meisten deabonniert haben. Aber sei da mal dahingestellt. Was ich sagen will, die meisten haben Automatismen. Und diese Automatismen sorgen für die Lebensqualität. Weil, wenn man hier beginnt, jeder kennt das, je nachdem wie der Tag beginnt, so läuft das dann auch meistens. Jeder kennt den Spruch. Boah, heute, das ist nicht mein Tag. Und dann passiert immer weiter negative Dinge, weil der Fokus auf den negativen Dingen ist. Wenn man allerdings aufsteht und ja, durch irgendwelche Faktoren wie Sonnenschein sagt, boah, heute wird ein wundervoller Tag, dann wird der Tag meistens auch wundervoll. Selbsterfüllende Prophezeiung, das ist dasselbe Prinzip. Und entsprechend lohnt es sich direkt nach dem Aufstehen zu überlegen, nachzudenken. Damit man eben nicht in ein, ja, ich will nicht sagen, ja doch, ein Hamsterrad hier kommt, wo alles einfach seinen Lauf nimmt und wo die Lebensqualität abnimmt. Wo man quasi vordeterminiert ein Leben führt und das gar nicht mehr selber in der Hand hat. Und an diesem Punkt, hier direkt vom ersten, da macht es Sinn, an diesem Punkt mal nachzudenken. Nachzudenken über das, was ich jetzt gleich tun werde. Da ist der Punkt, wo ihr persönlich Schöpfer eurer Wirklichkeit seid. An diesem Punkt, bevor ihr aufsteht. Das heißt, wenn ihr hier an diesem Punkt anders agiert, wenn ihr etwas anderes macht, als ihr sonst macht, entsteht ein neues Leben. Weil das, was ihr tut, wenn ihr nicht nachdenkt, diese Automatismen unterliegen den neuronalen Netzen in eurem Körper. Das sind gewisse Automatismen. Denkt ihr, wenn ihr Auto fahrt, noch daran, wie ihr schalten müsst? Das passiert automatisch. Und das sind neuronale Netze. Und das ist gut, dass es diese Automatismen gibt, in Verknüpfung dann eben auch mit den neuronalen Netzen. Und was ihr hier tut, ist euch auf ein Experimentierfeld zu begeben. Ihr tut morgens einfach etwas anders. Ich habe schon mal ein Video dazu gemacht, anders agieren. Findet ihr vielleicht oben in den Infokarten, wenn ich daran denke. Und wenn ihr etwas anderes tut, schafft ihr neue neuronale Netze, ihr schafft neue Realitäten, ihr schafft neue Potenziale. Ihr könnt euer Leben anders gestalten. Es muss nicht immer besser werden, aber ihr schafft neue Potenziale. Und gerade für diejenigen, die sagen, hey, in meinem Leben, da hätte ich durchaus gerne neue Chancen, für die ist genau das Richtige. Direkt vor dem Aufstehen anzufangen, nachzudenken, was tue ich? Und ja, was ihr tun wollt in dem Moment, was ihr wirklich wollt, das ist für jeden individuell. Aber was für alle gilt, ist, dass diese Automatismen, die dadurch dann generiert werden, dass ihr jeden Tag nachdenkt vor dem Aufstehen, was möchte ich, das sorgt dafür, dass ihr das zu jedem Tag euer volles Potenzial entfalten könnt. Weil ihr in jedem Tag, und irgendwann ist das automatisiert, vom Aufstehen nachzudenken, den Tag in beliebige Richtungen ja, einfach lenken könnt. Oder eben auch einfach experimentiert und sagt, okay, heute mache ich mal das. Und es geht um kleine Dinge. Es geht einfach darum, dass er aus diesen Automatismen rauskommt. Der Automatismus ist schon nicht nachzudenken und aufzustehen. Sich aufrecht hinzustellen, aufs Toilette zu gehen und zu pullern. Und damit geht das schon los. Weil das neuronale Netz, was dahinter steht, das merkt sich, okay, nach dem Pullern ist bei demjenigen meist Zähneputzen dran. Und dann denkt ihr nicht nach, weil euer Körper funktioniert. Ihr habt sozusagen die Kupplung getreten, in den ersten Gang, in den zweiten Gang geschaltet und ja, dann ist es genau das, man lässt die Kupplung los, geht wieder aufs Gas. Und das merkt sich der Körper, so funktioniert das Gehirn. Er sagt, okay, ich gehe jetzt Zähneputzen, nach dem Zähneputzen mache ich mir meinen Kaffee. Und all diese Dinge, die da auch immer folgen mögen. Wenn ihr hier an diesem Punkt interveniert und sagt, jeden Morgen, bevor ich aufstehe,
denke ich darüber nach, was ich tue. Wenn ihr diesen Automatismus schafft, kreiert, ein unglaubliches Potenzial wird sich da für euch auftun. Ja, warum stehen denn Männer nun auf? Die Quelle ist mir unbekannt, aber 17% der Männer stehen auf, weil sie aufs Klo gehen müssen in der Nacht. 21% stehen in der Nacht auf, weil sie zum Kühlschrank gehen. Und ja, 62% der Männer gehen nach Hause. Das mache ich jetzt auch, beziehungsweise ich bin zu Hause. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns morgen. Euer Christian.